Hallihallo und willkommen zurück beim Champions of the Champions Turnier in Wreckfest. Wir haben letztes Mal alle Bonusziele geholt und die ersten vier Rennen auf die 1 gefahren mit unserem Roadslayer GT. Full tuned. Jetzt geht's weiter im Clayridge Circuit und 15 Meter Vorsprung müssen wir rausfahren. Das sollte nicht allzu schwer sein. Let's go. Und weiter geht's. Vier Rennen haben wir noch zu fahren. Mit unserem schicken schwarzen Optimus Magnus GT, Alter. Ab dafür, Boy. Zwar war das letztes Mal Lucky 99, Mean Rattler und Wild Crusher auf den Fersen. Ansonsten war da glaube ich keiner mehr, der da noch mithalten konnte. Und Wild Crusher haben wir direkt mal in die Wüste geschickt. Sehr gut. Alter, wie der fliegt. Im Rebel Red direkt mal einen schönen Ausflug gemacht. Nach Transsilvanien in den Steinebenen. Digga. Hier mit Handbremse rein. Oh, war trotzdem nichts gebracht. Dankeschön, Metal Screamer. Jetzt vom Überschlag gerettet. Alter, das gibt's doch gar nicht. Zu heftig hier auf jeden Fall. Platz 9. Mal schauen, ob da noch was geht. Da, keine Chance. Und zwar, da waren das letztes Mal hier Mean Rattler, Wild Crusher und Lucky 99 waren die drei, die uns am nächsten gekommen sind in der Gesamtwertung. Deswegen versuchen wir die, wenn es geht, gleich hier mit zu bearbeiten. Wenn wir sehen, dass die uns nicht mehr gefährlich werden können. Und da sind wir schon nach vorne. Nice. Rein hier. Die Kurve da ist immer ein bisschen gefährlich. Und natürlich hier die Auffahrt. Da kann man richtig schöne Überschläge produzieren. Und richtig schöne Ausflüge machen. Ja. Auf jeden Fall alles sehr, sehr grau in grau gehalten. Wheelman kommt angeschossen. Alter, hat er uns weggedreht. Und Angry Hornet. Mit 50 Metern Vorsprung gewinnen. Ja, da müssen wir jetzt richtig Gas geben. Müssen wir die noch rausholen. Aber das sieht gut aus. Die kommen nicht hinterher. Komm, 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 komm.
Nur frühzeitig brennen. Ah, da sind wir schon durch. Nice. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt genug Vorsprung hatten. Eine Sekunde. Ne, wir Zeit. Ja, eine Sekunde. Weiß nicht, ob das gereicht hat. Keine Ahnung. Ich hoffe. Und leichte A-Säule für den Boomer haben wir gekriegt. Und haben wir 36. Ja, Level 36 ist da. Und Marston Modusender ist jetzt dran. Und rein hier. Zeit gar nicht geachtet, wer letztes Mal hinter uns war, aber ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr wirklich relevant. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt alle Rennen verlieren sollten, wir haben schon über die Hälfte auf die 1 gefahren, also wer soll da jetzt noch besser sein? In der Gesamtwertung. Sehr eng hier wieder. Das mag ich nicht. Aber wir kommen nach vorne. Und hier Wheelman. Und Lucky 99. Sehr gut. Gleich alle beide hier. Am Start. Tschüss. Lucky haben wir mal ordentlich eine verpasst. Und Wheelie kriegt jetzt auch noch eine. Tschüss. Schnell einen Dachleger aufs Parkett gezaubert. Super gut. Lucky kriegt auch noch einen jetzt. Zack, der macht schon selber einen Headspin. Nice. Dankeschön dafür. Und die Pole mal wieder geschenkt bekommen, so muss sein. Jetzt fahren wir das Ding nach Hause. War hier schön viel Asphalt, das ist gut, sonst wäre die Strecke echt richtig mies. Aber so geht's noch. Das ist nur hier diese eine Kurve, wo ein bisschen eklig ist. Aber da machen wir eine schnelle Reifenschlacht. Und dann ziehen wir vorbei. Ins Ziel. Jetzt wäre Noss richtig gut, aber wir haben es noch geschafft. Nice, Lucky konnte uns nicht mehr aus der Bahn bringen. Super gut, Lucky 99 und Wild Crushers auf der 5. Weiter geht's. Und kleiner Flügel für den Boomer. Den können wir demnächst auch mal wieder komplett tunen. Und der Norfolk Ring ist jetzt dran. Siege mit 50 Metern Vorsprung. Mal schauen, ob wir das schaffen können. So, let's go. Zwei Ehrenrunden haben wir noch zu fahren. Noch die Bonusziele mitnehmen. Gesamtsieg müssten wir eigentlich in der Tasche haben. Alter, diese Dünen hier sind die Hölle. Wie jede gute Karre. Und hier die Steine links auch. Und rum. Drei sind noch vor uns. Wenn wir hier besser rechts rumfahren, links ist die Hölle mit der riesen Düne da, da kommt man kaum drüber. Und Wheelman ist noch vorne. Den bomben wir in der nächsten Kurve raus und dann haben wir die Pole safe. Nicht in die Steine, nicht in die Steine. Komm, 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 komm.
schon wieder letzte Runde. Und Wilman fährt davon. Ich komme nicht ran. Ah, war zu eng die Kurven und zu rutschig alles. Na gut, Hammer, Wheelman und Lucky auch mal was überlassen. Einmal die drei kann man sich mal erlauben. Und große Lippe für den Boomer. Und rein geht's ins Finale auf dem Rosenheim Raceway. Sehr coole Strecke. Aber das sollte zu schaffen sein. Einfach schnell an die Pole setzen. Und dann nichts mehr anmerken lassen. Ja, einfach die anderen ein bisschen wegdrücken. Und da Lucky 99, willst du nochmal wissen? Der war eben auch schon vor uns. Den boxen wir jetzt richtig raus. Tschüss! Das war super und da haben wir die Pole übernommen. Pony Cracker konnte uns da auch nichts mehr entgegensetzen. Auch wenn er jetzt unser Rivale ist. Nice, sehr schön. Durch die Dünen geglitten. Da noch ein paar Reifen mit für den nächsten Winter. Und hier nicht gegen die Betonwand knallen. Oh, das war knapp. Bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Ah, alles beschädigt. Ich hoffe nicht zu sehr. Ja, Feuerwehr steht auch schon bereit. Na komm, was machst du? Hängt er sich da voll auf? Und Angry Hornet hat die Situation sofort ausgenutzt. Aber kann nicht genug Vorsprung rausfahren, um die Pole zu halten. Na komm, lass mich doch vorbei, Digga. Alter! So ein nerviges Wesen. Und Mean Rattler hat die Lücke gefüllt. Den boxen wir jetzt auch raus. Come on. Letzte Kurve und tschüss. Dann haben wir dieses Event hier gerissen. Yes. Zieh ab, Digga, zieh ab. Woohoo. Nice. Nochmal richtig schön demoliert. Angry Hornet auf die 2, Caveman Mike auf die 3 und das war's gewesen. Magnum Reifen für den Boomer und Bams, Endposition 1 und 4 von 8 Bonuszielen. Ich hätte gedacht, es wären ein paar mehr gewesen, aber na gut, kein Problem. Dann sind wir Champion of the Champion auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, geht's nächstes Mal auf jeden Fall weiter mit Demolition All-Stars. Und was können wir hier noch machen? Hier sind noch ein paar Challenges. Battle Royale gibt's auch. Nice, krass. Twisted Chaos, Challenge Destroyer. Also ich würde sagen, wir machen nächstes Mal vielleicht noch hier Demolition All-Stars. Und Lords of Chaos. Müssen wir mal schauen, wie viele Rennen das sind. Das machen wir vielleicht als erstes. Und dann machen wir noch einen Zweiteiler von Sandpit Smackdown. Und dann kommen hier noch die Challenges jeweils in einzelnen Folgen. Und dann sind wir durch mit Wreckfest.
bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.